sich beschäftigt mit die Zukunft Deutschland, sich Gedanken macht, dieses Publikation zusammenfest hier mal reden zu lassen. Und ich denke mal, das ist nur eine Bereicherung. Okay. Danke, Herr Ernst. Ich sage erstmal danke für die Einladung. Ich richte mich gleich an euch, liebe Landsleute. Im Gegensatz zur politischen Linke stehen wir auch heute hier wieder friedlich, hier und anderswo in Deutschland. Im Gegensatz zur linken Überzeugung, die sich durch das Zerbersten von Fensterscheiben, das Entflammen von Polizeiautos und das Verletzen von Mitbürgern ausdrückt, stehen wir hier für Frieden und Freiheit ein. Während Politiker von SPD bis Linke davon reden, dass der Linksextremismus gar nicht so schlimm sei, wurden letzte Woche in Frankfurt viele Verletzte von Notarzt behandelt, weil ja die Linke in Deutschland so gewaltfrei ist. Doch nicht nur in Frankfurt steht die Gewalt an der Tagesordnung, auch in Dresden, Mannheim, Rostock oder Hamburg. Ja, überall in Deutschland regiert mittlerweile die Gewalt. Gewalt, weil die Politik über die Menschen regiert, weil das Volk längst nicht mehr als souverän anerkannt ist, weil die Wirtschaft die Politik regiert. Und deshalb brauchen wir angebliche Fachkräfte, die uns mit Einzelfällen nahezu stündlich überraschen. Deshalb wird jeder Nichtdeutscher freundlich empfangen mit Begrüßungsgeld, Wohnung und extra Rechte inklusive. Dabei hat Deutschland selbst die soziale Seite wegrationalisiert. Die SPD, angeblich die Partei der Arbeiter, versteht nicht, warum Behinderte der volle Hartz-IV-Satz vom Gesetz her zusteht oder warum Rentner überhaupt noch Geld benötigen. Die Politelite denkt nicht an die Förderung von Arbeitssuchenden. Ja, sie schafft es nicht einmal, jedem Obdachlosen eine Wohnung zu geben, jeder Familie Strom. Aber für andere haben wir das Geld. Geld, das uns fehlt und das uns fehlen wird. Denn die wahren Kriegsflüchtlinge, die echten Opfer von Vergewaltigung, Raub und Mord zu unterstützen. Liebe Landsleute, es geht längst nicht mehr darum, ob wir Kopftücher in den Schulen ertragen müssen. Es geht längst nicht mehr darum, wie viele Menschen und Moscheen in einer Stadt sind. Es geht um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und um die Zukunft unseres Landes. Um die Zukunft des deutschen Volkes. Doch wir sollten nicht die verlogene Politik dabei um Hilfe bitten. Wir müssen handeln. Hören wir auf, uns selbst zu betrügen. Rücken wir wieder enger zueinander, zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Hören wir auf, uns untereinander zu betrügen und fangen wir an, uns gegenseitig zu stützen. Lasst uns eine Gemeinschaft werden. Lasst uns eine Gemeinschaft sein. Hören wir auf, diesen gedruckten Schutz zu lesen, den uns die treue Systempresse täglich anbietet. Wir brauchen diese staatsgelenkten Lügenmedien nicht. Es gibt genügend freie Medien, unabhängige Blogs, Internetseiten und Magazine. Unterstützen wir ab heute jene, die uns umfassend und frei informieren, die uns erlauben, eine eigene Meinung zu bilden. Freunde, wir entscheiden heute, wie es morgen weitergeht. Solange wir nicht einig sind als Volk, als Gemeinschaft, und das sage ich nicht nur zu euch, sondern auch zu diesen Randale-Linken, zu den Wählern der linken Einheitsparteien von CDU bis Grüne, solange wir also keine Einheit sind, werden durch das alte, immer noch funktionierende Teile- und Herrschersystem fremdbestimmt. Lasst uns gemeinsam, gewaltfrei unsere Zukunft gestalten. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass Putsche und Randale nur selten in Deutschland etwas voranbrachten. Aber jede Spaziergänger 1989 schafften es, wovon wir heute wieder weit entfernt sind. Sie forderten damals, wir sind das Volk, sie forderten damals die Freiheit. Wir sind heute so friedlich wie die damals. Wir fordern heute, wir sind das Volk, wir fordern Freiheit. Die Freiheit, Meinungen sagen zu dürfen, die Freiheit, in der Politik mitzubestimmen. Die Freiheit, eine für uns genehme, eine freundliche, eine friedliche Zukunft einzufordern, für die wir heute und hier die Weichen stellen. Freunde, Landsleute, wir stehen heute hier, weil unsere Väter, Großväter
und Urahnen dafür bereits gekämpft haben. Sie haben viel Blut vergossen dafür, dass Deutschland ein Land der Freiheiten sein wird, dass Meinungen gesagt und geteilt und Überzeugungen offen ausdiskutiert werden dürfen. Darum werfen wir diese Errungenschaften weg. Sie gaben ihr Blut nicht her, dass vor Gericht so mancher gleicher als gleich ist. Sie kämpften nicht dafür, dass man ungestraft Knabenbilder aus dem Internet herunterladen darf, im Gegensatz dafür aber eine Meinung jahrelang im Gefängnis bohren kann. Sie kämpften nicht dafür, dass wir blind jenen Folgen, die den Untergang unserer Heimat längst beschlossen haben. Nein, sie kämpften nicht dafür, dass wir immer noch ein Feindstaat bei einem Land ohne Friedensvertrag sind. Nehmen wir also die alte Tradition wieder auf. Treten wir ein für unsere Grundrechte, für unsere Menschenrechte. Lasst uns wieder das Volk, lasst uns wieder ein Volk sein. Lasst uns den anderen zurufen, werdet wach, steht auf, denn wir sind das Volk. Dankeschön.